Am Samstagnachmittag kam es zum lang ersehnten Gipfeltreffen in der Fußballregionalliga. Der FSV Zwickau hatte den bisherigen Spitzenreiter aus Nordhausen in Eckersbach zu Gast. Die Höhepunkte der Partie fasst Wolfram Puschmann zusammen. So ist es eben, wenn der Tabellenzweite auf den Tabellenführer trifft. Da gibt es viel Respekt, hüben wie drüben. So war es natürlich auch am Samstagnachmittag im Sportforum Sayus. Keiner der beiden Kontrahenten wollte seine taktische Linie aufgeben, um ja nicht in Rückstand zu geraten. So blieben in Spielhälfte 1 Torraumszenen Mangelware. Sieht man mal von dieser Aktion in der 15. Spielminute ab. Oliver Genausch probiert's, trifft aber das Tor der Gäste nicht. 0:0 zur Pause. 1700 Zuschauer waren ins Sportforum gekommen und sahen dann im zweiten Durchgang einen ganz anderen FSV Zwickau. 56. Spielminute, Manuel Stiefel, klasse gespielt, auf Zimmermann und er überwindet Siefkes zum ersten Mal. Spitzenreiterrufe zu diesem Zeitpunkt im Zwickauer Block. Dann gibt es Eckball für die Gastgeber. Sebastian May kommt geflogen, Sekunden zu spät. Oliver Genausch auf der rechten Außenbahn zieht einfach mal ab. Dem Tabellenführer aus Nordhausen fällt einfach nichts ein, um die gut sortierte Zwickauer Defensive in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Co-Trainer David Wagner gibt die Richtung an. Einwurf, Benny Fuß. Philipp Röhr behauptet sich fast an der Eckfahne und von Genausch Hinterkopf kommt das Leder erneut zu Zimmermann, der fackelt nicht lang. 2:0 führt der FSV Zwickau. Und als alle glaubten, das war's, schlug Patrick Grantner eiskalt zu. 3:0 schlägt der FSV Zwickau in dieser klasse Partie Wacker Nordhausen. Fazit dieses Nachmittags: Der FSV Zwickau ist Regionalliga-Tabellenführer in dieser noch jungen Saison. Und hoffen wir, dass er recht lang oben dabei bleibt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist super, hier zu Hause noch 3:0 gegen den angeblichen Spitzenreiter jetzt davor zu gewinnen. Und es ist einfach klasse, hier Fans überall da. Und wir haben ihn wieder 2:0 gespielt und es ist einfach brutal, einfach super. Hat insbesondere im ersten Durchgang auch viel Respekt mitgespielt bei beiden Mannschaften? Bei beiden Mannschaften sicherlich. Also beide waren 2:0. Aber ich denke mal, wir haben uns dann super durchgesetzt, haben dann so super Tore gemacht durch den Zimbo. Und dann sind wir hier einfach fast nicht zu schlagen, also zu Hause bei den Fans, das ist einfach klasse. Thorsten Ziegner, herzlichen Glückwunsch, 3:0 nach einem Beginn mit viel Respekt, hat aber der FSV dann in der zweiten Spielhälfte gezeigt, was er wirklich drauf hat. Mal eine kurze Analyse von Ihnen. Ja, richtig. Ich denke, dass beide Mannschaften gewusst haben, dass sie auf einen richtig ordentlichen Gegner treffen. Für uns war es der erwartete schwere Gegner. Man hat, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit auch gesehen, wie gut eigentlich Nordhausen ist, dass es nicht umsonst war, dass sie dreimal in Folge gewonnen haben. Wir waren aber ordentlich vorbereitet und wollten eben gerade in der ersten Halbzeit wollten wir wenig den Gästen gestatten, wollten die Räume verdichten. Das ist uns gelungen. Und ja, in der zweiten Halbzeit habe ich den Jungs mitgegeben, dass wir ruhig, gerade für ein Heimspiel, noch ein Stück weit mutiger sein dürfen, dass wir ruhig uns nicht nur aufs Verteidigen beschränken brauchen, ohne das zu vernachlässigen. Und dass es dann natürlich klappt, da freut man sich drüber. Aber ich weiß auch, dass es nicht die Normalität ist. Jörg Goslar, bis zur 60. Minute sah es ja noch für die Wackeren aus Nordhausen recht gut aus. Was ist dann passiert? Ja, was dann passiert ist, dass wir einfach diesen einen individuellen Fehler gemacht haben, die so ein Spiel letztendlich entscheidet. Ja, es war ein typisches Spitzenspiel, was im Mittelfeld taktisch auch gespielt wurde. Das war alles okay, aber eben die Spielführung haben wir abgegeben durch diesen individuellen Touch. Und dann haben wir Zwickau in die Karten gespielt und haben dann aber auch keine Lösungsmöglichkeiten gefunden, im Offensivspiel dagegen zu halten.